kommt den ein oder anderen bekannt vor, oder? Letzte Woche wurden von einem Kanal, den ich sehr gerne verfolge, den ich auch sehr empfehlen kann, die Waldgeister, die haben zwei Videos veröffentlicht, wie man solche Bienenhotels baut. Und da habe ich mir einfach gedacht, wo ich das erste Video gesehen habe, schaue es mal auf eBay Kleinanzeigen und voilà. Hab dann gleich zwei Stämme gefunden und wollte es gern sofort nachbauen, weil ich noch keine größeren Bienenhotels habe und möchte einfach mal so ein kleines Zuhause für die 500 verschiedenen Bienenarten hier in Bayern sorgen, sollen sich hier ein bisschen ansiedeln. Bin auch hier an der Stelle sehr dankbar an meinem guten Freund, dessen Werkstatt ich nutzen durfte. Der hat eine Drechsler-Werkstatt oder drechselt halt sehr gerne. Hat da ja sehr viele Sachen zur Verfügung, um Holz zu bearbeiten. Er hat mir einen Schlagbohrer zur Verfügung gestellt und auch gute Holzbohrer. An der Stelle vielen Dank, dass du ja einfach so traditionell offen, gutherzig bist und es auch nicht so schlimm gesehen hast, dass ich ja so ganz kleine Bohrer von dir auch abgebrochen habe. Ist dreimal passiert, aber so lernt man halt auch. Und ja, das ist einfach ganz einfach, diese Bienenhotels zu bauen. Ich habe jetzt einfach Holzbohrer genommen in der Größe von 3 mm bis 10 mm und habe die dann ungefähr 10 cm tief reingebohrt, habe mich da ein bisschen im Internet umgeschaut bzw. recherchiert. Das hat einfach den Grund, warum man die Löcher so tief reinmacht, ist, dass halt vielleicht die Brut mehr Platz hat und dass auch Vögel oder andere, ja, Fraßfeinde, sage ich mal, in dem Zusammenhang, andere Lebewesen, die halt zum Beispiel Bienen gerne fressen, dass die nicht so einfach an die Brut heran können. Habe jetzt kein besonderes Muster gemacht. Ich habe einfach von der Ostseite angefangen und ungefähr die Hälfte des Stammes angebohrt. Einfach kunterbunt größere Löcher, kleinere Löcher reingebohrt. Und die möchte ich jetzt hier so zum Beispiel an der Hauswand oder auch am Schuppen an der Südseite aufstellen. Danach habe ich, nachdem ich die Löcher gebohrt habe, habe ich die noch ein bisschen mit dem Senker so ausgefräst, damit zum Beispiel die Eingangslöcher ein bisschen glatter sind und die Biene sich zum Beispiel wenn sie da ja zum Beispiel jetzt ihre Brut reinsetzen möchte oder wenn die Brut rauskommt, damit sie halt ihre Flügel nicht zerreißen und absterben. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Danach habe ich das nochmal ein bisschen alles fein geschliffen, abgekloppt, damit da die meisten Holzspäne rauskommen. Und dann nochmal mit einem Pfeifenreiniger das Grobe bzw. das Feine nochmal ja, rausgemacht, nachdem ich mit dem Staubsauger nochmal durchgegangen bin. Habe jetzt hier noch zwei Dachziegeln gefunden bzw. von meinem Vater genommen, weil das sind die alten Dachziegel, als der Schuppen abgebrannt ist von uns. Ich habe ihn einfach hier oben drauf gelegt, dass, wenn es mal regnet, so ein bisschen Regenschutz da vorhanden ist. Und ja, das ist einfach so eine kleine Inspiration, die ich euch auch natürlich mitgeben möchte. Sowas kann man ganz einfach nachbauen. Die Waldgeister haben jetzt zum Beispiel so alte Holzbalken aus Massivholz genommen, die bekommt man auch immer auf eBay Kleinanzeigen von zum Beispiel Schuppen oder alten Scheunen, wenn die so rausgerissen werden. Müsst ihr einfach mal in der Umgebung schauen und ja, hier einfach mal ein paar Löcher reinbohren und das selbst ausprobieren. Also ich finde das wirklich eine super Idee, kann ich nur empfehlen nachzumachen, und damit möchte ich auch das Video belassen. Natürlich würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich könnt ihr auch Freunden, Familie und Bekannten von mir ein Projekt erzählen, damit immer mehr Aufmerksamkeit mir zugute kommt. Ja, sich mehr Leute finden, die auch meine Arbeit unterstützen. Da findet ihr auch Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung oder auf der Webseite. Und natürlich freue ich mich, ja, einfach über die Vernetzung, damit ich weiterhin für euch die Videos machen kann. Und ja, solche kleinen Inspirationen oder DIY-Anleitungen auch
weiterhin für euch veröffentlichen darf. In diesem Sinne wünsche ich euch wirklich angenehme Zeiten. Es sind jetzt wieder schwierige Zeiten, je nachdem wie man es nehmen möchte. Scheint wieder die Sonne, kann man viel im Garten draußen machen und ja, baut zum Beispiel so ein Bienenhotel, tut was für unsere guten Freunde, erhöhen wir die Frequenzen so für ein super Pflanzenwachstum und das ist auch eine gute Ablenkung von der aktuellen Zeit. In diesem Sinne wünsche ich euch wirklich wunderbare und schöne milde Wintertage, schöne Weihnachtsfeiertage mit euren Geliebten und wir sehen uns einfach in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.